Die Rednerburm sind seit Jahren eine fixe Größe in der Alps Hockey League und immer mit dabei, wenn es um die Frage nach den Titelkandidaten geht. Dazu gehört heuer aber auch der EK Zell am See. Der aktuelle Tabellenführer hat gegen die aggressiven Südtiroler zu Beginn der Partie zunächst aber seine Mühe und Not. Im ersten Powerplay der Partie schlagen die Eisbären dann aber eiskalt zu. Tommy Vilenius steht goldrichtig und der aktuelle Liga-Topscorer drückt den Puck zum 1:0 in die Maschen. Die Freude der Blau-Gelben währt aber nicht lange, denn auch die Rittnerburm können Powerplay. Und wie? Am Ende dieser einstudierten Traumkombination stellt Simon Kostner auf 1:1. Das Match geht nun hin und her und in Minute 11 gehen erneut die Hausherren in Führung. Torschütze zum 2:1 ist Philipp Putnik. Kurz vor Drittelende wird es noch besser für die Eisbären. Tommy Vilenius sieht Nick Hurt und der Kanadier vollendet sehenswert zum 3:1. Der Zwischenstand entspricht nicht wirklich dem Spielverlauf, denn die Rittnerburm sind mindestens gleichwertig. Das 2:3 durch Terence Amorosa kurz vor der Pausensirene ist dann auch absolut verdient. Im zweiten Spielabschnitt sind es weiter die Gäste, die gefährlicher sind. Wie schon im Auftaktdrittel schreiben aber die Zeller als Erste an, denn Tommy Vilenius schnürt den Doppelback zum 4:2. Insgesamt 15 Schüsse feuern die Rittnerburm im zweiten Drittel auf Zellkeeper Zimmermann, aber nur einer findet den Weg ins Tor. Der Anschlusstreffer zum 4:3 geht auf das Konto von Stefan Quinz. Im Schlussabschnitt verteidigen die Eisbären den knappen Vorsprung mit letztem Einsatz und mehrmals rettet der heute ganz starke Max Zimmermann. 46:19 lautet das Torschussverhältnis, am Ende zugunsten der Rittnerburm. Aber jubeln dürfen die Zeller über einen 4:3-Sieg gegen ganz starke Südtiroler. Ja, natürlich bitter, so ein Spiel so knapp zu verlieren. Es hat sich beide Teams verdient, sie haben es sich verdient, sie haben gleich gezeigt, dass sie zu Hause sind und am Ende schlechter Ausgang für uns, aber ihr kommt ja nochmal zu uns. Absolut, ich glaube, wir haben von Anfang an nicht unser bestes Eishockey gezeigt, aber da sieht man wieder, dass wir auch solche Partien dieses Jahr gewinnen können und dass wir es einfach über die 60 Minuten gebracht haben und über das bin ich jetzt einfach ziemlich glücklich.